Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ja, ich freue mich, ich habe Zeit heute und ich war eben im DM und habe ja letztens vor, das ist jetzt glaube ich auch schon 2 Wochen her, ja, bestimmt. Da habe ich in einem Livestream hier auf YouTube, ich gehe ja jetzt auch mal des Öfteren live, und da habe ich euch gesagt, ich war im Rossmann und dann hatte ich irgendwann die glorreiche Idee, sitze ich eigentlich auf dem Quietschestuhl? Da hatte ich die glorreiche Idee, dass ich, warum kommt mir das Bild jetzt so dunkel vor? Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade ein bisschen mit der Kamera rumgespielt, wollte ein bisschen professioneller aufnehmen, aber ich lasse das mal lieber. Auf einmal war alles so weiß, wisst ihr, so schneeweiß, und das finde ich persönlich dann nicht so natürlich. Ich glaube, so ist besser. Naja, auf jeden Fall war ich im Rossmann. Und dann habe ich mir gedacht, ich hole jetzt aus jeder Theke, also von jeder dekorativen Marke, die es dort gibt, und das waren, ich glaube, 10, hole ich 10 Kajalstifte für die Augen. Ja, und wir hatten, ich hatte tatsächlich, ich habe euch die in live gezeigt, hier sind sie, und habe euch einen vergessen zu zeigen, weil den habe ich selber vergessen zu kaufen. Ich war danach, nämlich nachdem ich live gegangen bin, weiß ich nicht, 2, 3 Tage später stehe ich im Rossmann und denke, so, die erste Theke, da gucke ich mir die an, ist Altera. Und Altera hatte ich nicht dabei. Ich hatte dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Nummer 11 war Altera. Den hatte ich euch vergessen zu zeigen. Ja, das war das, was ihr im Livestream gesehen hattet. Und den hier, den von Altera, den habe ich euch hier letztens ganz kurz gezeigt. Ich will euch das gleich auch noch zeigen. Wir machen jetzt nämlich Folgendes. Das waren die Kajalstifte. Die habt ihr ja der ein oder andere schon live gesehen. Wenn ich gleich noch Lust habe, gehe ich da auch noch mal drauf ein. Heute war ich im DM. Habe wieder aus jeder dekorativen Theke Lip Liner. Ich habe mir gedacht, ich trage ja selten so krassen Lippenstift. Aber Lip Liner habe ich mal eine Zeit lang sehr gerne getragen. Und jetzt habe ich hier diverse Lip Liner. Und zwar, genau, Judith Williams. Das war so ein ganz kleiner Aufsteller. Nämlich, wenn wir bei uns im DM zuerst reinkommen, in meinem DM, wo ich am meisten bin, ist rechts, da steht L'Oreal, ist so ein kleiner L'Oreal-Bereich, aber Age. Irgendwann, es gibt ja die ganz große L'Oreal-Theke, da habe ich mir auch einen Lip Liner mitgenommen. Aber dann gibt es nochmal so abgeteilt, so ein kleineres mit L'Oreal Age irgendwas, Age Perfect, speziell nochmal sensitiv, keine Ahnung. Da habe ich mir jetzt nicht nochmal extra einen mitgenommen. Da muss ich auch gestehen, da gab es nicht so viel Auswahl und viele waren schon. Man muss wirklich, wo man gucken kann. Ich verstehe auch nicht, warum zum Beispiel bei Judith Williams ist jetzt eine Folie drum. Das finde ich besser. Also, aber es, ihr seht das gleich, es sind lange nicht alle geschützt. Und ich finde, gerade in Stiftform sollte man die Produkte mit irgendwie schützen. Also, dass man die nicht, weil es gibt halt viele, die sehen das nicht, die sehen den Tester nicht, oder vielleicht gibt es auch keinen Tester, ist noch schlimmer, und nehmen sich dann ein Produkt, was verkauft werden soll, und probieren damit rum. Also teilweise die Produkte, die haben ausgesehen, widerlich, wirklich widerlich. Am liebsten wäre ich zu, aber da können die Verkäuferin auch nichts dazu, ne? Ja, auf jeden Fall Judith Williams. Ganz kurz, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Maybelline natürlich haben wir im DM, dann haben wir in dem DM einen Manhattan. Ein Essence natürlich, dann haben wir die Marke Alverde, dann haben wir auch Catrice. Catrice ist ganz komisch mit Tesafilm umwickelt, aber auch nicht alle, waren nur ein paar. Ich weiß jetzt also nicht, was mich gleich erwarten wird. Das sieht nämlich so aus wie nachträglich noch umwickelt, schaut mal. Hauptsache das Produkt ist noch heile. Max Factor, hier haben wir L'Oreal, Trend It Up und Lavera. Das sind glaube ich 10, ja. Genau, also wie gesagt, diesen extra Age von L'Oreal, diesen kleinen Aufsteller, habe ich jetzt dann nicht auch noch mir einen mitgenommen, weil ich habe ja L'Oreal. Ich habe jetzt vor, mir die auch aufzutragen. Ich weiß jetzt noch nicht, ich glaube, ich fange mal mit denen an, wo ich, ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das muss ich doch nochmal, ich muss mir auch nochmal ein Messerchen holen, weil diese Folien, zum Beispiel das ist L'Oreal, das ist so eine eng anliegende Folie, ich weiß nicht. Bei manchen ist es schwierig, da muss man mit einem Messerchen nachhelfen, aber nee, hier nicht. Ha, zack. Mann, warum wirkt das so dunkel?
Wartet mal einen Moment. Ich muss mir ja eh noch ein Abschminkprodukt für die Lippen besorgen. Weil ich glaube, ein, zwei Lip Liner sind ein bisschen wasserfest. Einen Moment. Oh. Ja, ich habe jetzt die Küchenlampe angemacht. Ich glaube, die hatte ich auch beim Drehen immer an. Jetzt ist das Licht besser, ne? Aber ich hasse meine Küchenstühle. Eigentlich sind die schön, aber wartet mal. Irgendwie quietschen die. Und ich hasse quietschende Küchenstühle. Mann! So, ich habe hier nochmal Wattepads und hier was zum Entfernen. So, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, vielleicht zeige ich euch gleich auch noch. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit, weil mein Kleiner ist heute den ganzen Tag bei meinen Eltern. Also bei Oma und Opa. Und die sind, da ist er jetzt. Ja, wir haben jetzt zwar schon mittags, ich musste heute Vormittag, habe ich da ein bisschen geputzt. Und jetzt dachte ich mir, nutze ich noch die ein paar Stunden, wo ich frei habe quasi, um euch das Video zu drehen. Also, wir fangen jetzt mal an mit Alverde. Ja. Also ich sag mal so, farblich ist das jetzt schon einer, der sehr stark so ins Bärige geht, würde ich sagen. Alverde. Alverde hat die Nummer 15, Aubergine steht hier. Und fühlt sich irgendwie gar nicht so wie die meisten aus Holz an, sondern irgendwie wie gummiert oder Plastik, ich weiß auch nicht. Naja, hier steht drauf, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Ja, sonst steht hier nicht viel. Hier steht nur Alverde Lip Liner 15 Aubergine. Hier haben wir keinen Anspitzer. Also ich denke mal, dass man den einfach so anspitzen kann. Die Mine sieht ganz nett aus. Oh ja, sehr, sehr cremig. Schaut mal. Ich trage mir den jetzt mal auf. Oh ja, der ist sehr, sehr schön weich. Ich habe euch ein bisschen näher rangezoomt. Nun ist das bei mir so, dass ich überhaupt kein Profi bin. Und ich muss sagen, ich muss noch mal die Lippen. Ich habe das gerade noch mal weggewischt, weil ich hatte ein Labello drauf. Hatte das Gefühl, das funktioniert nicht gut. Oh ja, eine sehr schöne Farbe. Schreibt mir doch mal, ob ihr gerne Lip Liner tragt. Also ich bin so jemand, ich male eigentlich die komplette Lippe aus. Ja. Und ich mache das jetzt auch hier nicht super professionell. Ich mache das ratzifatzi. Also ich nehme mir jetzt nicht unbedingt Zeit, um das ganz präzise zu machen, weil ich jetzt eh gleich wieder den runternehme. Also er ist nicht so, dass er sich irgendwie super flutschig anfühlt. Das finde ich gut. Ich trage jetzt auch vor kein Lip. Hier gibt es ja auch so Lippenprimer, aber für mich muss ein Lip Liner sofort funktionieren. Ich habe das Gefühl, der malt sich auch nicht so schnell runter. Ich weiß nicht, was für Anspitzer würdet ihr da empfehlen? Weil wie gesagt, der fühlt sich, als wenn das Kunststoff wäre. Das wird gar nicht zu Alverde passen. Oh. Auch den Zähnen malt er auch gut. Ich muss sagen, es gab mal eine Zeit, die liegt zwar jetzt auch schon länger zurück, aber da habe ich lieber Lip Liner auf den Lippen getragen und fand den auch langanhaltender wie einen Lippenstift. Weil es ja, und ich muss sagen, diese Farbe gefällt mir sehr, sehr gut, diese Aubergine hier von Alverde. Fühlt sich sehr, sehr angenehm auf den Lippen an. Ich kann ja jetzt mal den Test machen. Kaum Produkt, wenig Produkt, stempelt sich ab, bleibt also gut auf den Lippen sitzen. Gefällt mir, doch. Klar, ich hätte es jetzt noch, also ich würde jetzt noch ein bisschen präziser, obwohl ich finde gar nicht mal, ich habe das auch so im Gefühl, es gibt irgendwo einen Lip Liner, da steht glaube ich drauf, war das der von L'Oreal, beziehungsweise da stand auf dem Aufsteller neben, also hier auf dem Lip Liner selber steht es nicht, aber ich glaube von L'Oreal, da stand extra drauf, dass der nicht ausläuft. Ich finde, wenn man so einen Lip Liner kreiert, egal wie teuer, ich blende euch die Preise ein,
darf kein Lip Liner auslaufen. Das ist ein Lip Liner, der ja eigentlich Lip Liner unterstützend einen Lippenstift noch hervorheben soll. Was soll eigentlich ein Lip Liner tun? Also ich mal gerne so. Ich mache das gerne so. Nicht nur um. Ich mag es wirklich auf den. Ich sag mal so, manchen Leuten steht das, aber meistens finde ich das nicht schön. Also ich selber mag es überhaupt nicht, wenn Leute einen dunklen Lip Liner tragen und da drin, sagen wir mal, aufgetragen einen viel, viel helleren Lippenstift. Ist überhaupt nicht mein Ding. Nee. Aber der hier gefällt mir. Ich zeige euch irgendwann auch mal meine Lip Liner Sammlung. Es kann sogar sein, aber ich glaube, diesen hier. Also die, wenn ich das hier so anfasse, das, warte mal, hier steht drauf. Ach, das ist, hier steht es. Das ist eine zellulose Hülse und Kappe aus mindestens 85% nachwachsenden Rohstoffen. Zellulose Hülse, okay. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass der auch eine Weile auf den Lippen bleibt und gefällt mir. Ich werde merken. So, wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Ich habe hier auch normale Abschminktücher. Das können wir, denke ich mal, hier mit gut machen. Ja, das lässt sich sehr gut entfernen. Ich habe das Gefühl, Moment, ich mache euch mal etwas tiefer, weil ich jetzt gezoomt habe. Oh ja, So, das ist, ich würde sagen, das haben wir gut hingekriegt. Ja, so, das war Nummer 1. Ich gehe jetzt nicht der Theke entlang, also der Reihenfolge, wie die Theken aufgebaut waren, sondern so, wie ich es jetzt greife. Dann habe ich jetzt hier L'Oreal. Der war natürlich ein Ticken teurer. Und der ist nicht rund, seht ihr? Der ist so eckig. Der hat so eine schöne eckige Form, mal was anderes. Und das ist die 127. Da steht jetzt auch nur L'Oreal Color Rich L.E. Lip Liner. Ja. Made in China. Oh ja. Oh ja. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schaut mal, der geht so mehr ins Pink. Ich mach mal die Aubergine daneben. Die machen wir jetzt mal daneben. So. Da ist der Aubergine. Ich muss euch doch noch mal ein bisschen rauszoomen. So, da haben wir die Aubergine. Das ist L'Oreal. Es gab da keinen Tester. Und wenn man das jetzt hier so sieht, dann hätte ich nicht erwartet, dass das so ein Pinkton wird. Eieiei, jetzt bin ich gespannt. Okay. Aha, aha. Ich kann ja jetzt nicht so gut reden hier, also weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie zickt der gerade ein bisschen. Aber ich meine, es hätte da gestanden, dass der nicht ausläuft. Deshalb ist er wahrscheinlich auch fester in der Konsistenz und nicht so gelig. Also ich bin auch sehr ungeübt da drin. Ich war mal besser, würde ich sagen. Ich hatte den Spiegel etwas schief und habe den Kopf so komisch gehoben. Ich bin auch eine Wurst. Also, ich glaube, ich musste ihn erst einmalen. Das ist wie mit so vielen Sachen. Ne? Manchmal denke ich mir bei einer Mascara, die braucht eine Weile. Wenn ich eine neue Mascara zum ersten Mal auftrage, ist sie nie so gut wie nach den nächsten Malen. Hier nehme ich auch den typischen Kajal. Ich mag diesen Geruch von Lip Linern. Sagen wir mal von Kajalstiften. Ich schnuppere mal an einem. Nee, das ist so ein herausdrehbarer. Riechen die auch so? Ja, dieses Holz, das ist jetzt auch wieder richtiges Holz, ne? Ich denke, das reicht, um es euch zu zeigen. Oder? Ja. Also, ne, die Hülle hier, seht ihr, ist auch eckig, quadratisch, praktisch gut. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte ein bisschen Sorge, aber es ist ein kühles Tönchen. Es ist nicht zu grell pink. Aber vom Farbton her hat mir Alverde etwas besser gefallen, muss ich sagen. Aber es geht noch. Oder was meint ihr? Ist es zu pinky? Ja, ich habe auch hier ein bisschen übermalt. Natürlich, wenn das Ganze... Ich kann ja jetzt nochmal den Test hier machen und hier drauf beißen. Bisschen, ganz bisschen.
Mhm. Gefällt mir. Wie gesagt, beide Töne ähneln sich so ein bisschen. Aber hier der erste, der hier von L'Oreal, ist etwas greller, etwas schriller in der Farbe. Die Aubergine ist, finde ich, nicht ganz so auffällig, sagen wir es mal so. Mir stehen, also es gab natürlich auch Lip Liner, die waren Peachfarben, die waren, ich nehme mir das jetzt mal runter, mal gucken. Ah, der L'Oreal. Oh, naja, mal gucken, ob das hier noch mit dem normalen Tuch geht. Also so Brauntöne auch doch geht. Mhm. Also er fühlte sich jetzt etwas anders an wie der Alverde. Ich würde sagen, es fühlte sich haltbarer noch an. Also wirklich der von L'Oreal, der war ein bisschen fester. Man brauchte mehr Zeit, um ihn aufzutragen. Und ich glaube, der hält auch eine Weile, vielleicht einen Ticken länger nach dem Essen oder so, ne, dass man den nicht sofort auftragen muss. Aber die Farbe ist noch okay. Aber wenn es zu sehr ins Orange, Peach oder Hellrot, das steht mir einfach nicht. Das habe ich auch, ich hoffe, nicht gewählt. Was nehmen wir denn jetzt? Da gehen wir mal nach Essence, weil das ist schon ein Farbton. Der ist schon greller Rot. Da weiß ich auch noch nicht so genau, ob er mir steht. Aber Essence, das hier steht drauf, 8 Stunden matt. Der Comfort Lip Liner ist das, mit einem Anspitzer hier hinten. Waterproof, wasserfester, okay, wasserfest. Da bin ich gespannt. Ja, der ist zum Rauskurbeln, also nicht zum Anspitzen. Den kann man drehen. Sehr, sehr weich. Ja, ist ein helleres Rot, aber auch so ein bisschen ins Pinke gehende, finde ich jetzt. Hm. Ich bin gerade noch unzufrieden. Aber ich brauche, hier merke ich natürlich schon mal, also ich brauche nicht feste drücken. Da kommt sofort Produkt runter. So, ich hätte wirklich gedacht, der geht mir ins Rot. Aber tut er nicht, der geht mir ins Pink. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, wie schön und wie schnell man hier die Lippen mit anmalen kann. Flutscht wesentlich schneller über die Lippen wie L'Oreal. Naja, ich muss einfach mehr wieder sowas tragen. Ja, also einfach mal öfters zum Lip Liner greifen. Ich denke, ich kann auch Lippenstifte aussortieren, weil einige jetzt über die Zeit doch, ja, einfach vielleicht auch gekippt sind mittlerweile. Naja, man kann die natürlich noch in... Was ich gerade so meine wirklich ist, dass ich habe ja von Natur aus leider nicht die hellsten Zähne und durch viel Kaffeekonsum und sowas, ne, habe ich natürlich nicht mehr so weiße Zähne. Weiß will ich auch nicht haben. Ich finde das so unnatürlich. Ich habe das jetzt noch im Fernsehen gesehen. Ich mag es nicht, wenn jemand dich anlächelt und der hat wirklich, du siehst wirklich diese künstliche, aber diese schneeweißen Zähne, das passt nicht. Das passt zu uns Menschen nicht. Wir haben halt Zähne, dieses, weiß es nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses ganz künstliche. Ah. Aber ich finde, dadurch, dass meine Zähne eher einen Gelbstich haben, finde ich, macht dieser Lip Liner hier, das ist die Farbnummer, habe ich euch gar nicht gesagt, Classic Red, die 07. Genau. Oh, da, Classic Red, genau. Die 07 ist das. Also ich finde, es ist ein Rot, was vielleicht die Zähne nicht ganz so gelb aussehen lässt. Kann mich da aber auch täuschen. Und jetzt irgendwie am Anfang, es ist ganz komisch, am Anfang habe ich eben geglaubt, der geht mehr ins Pinkstichige. Aber jetzt, wo ich den hier so sehe, ist doch mehr ein Rot. Betont allerdings mehr die Lippen, seht ihr das, die Lippenlinien wie der L'Oreal. Und ich finde auch etwas mehr wie der Alverde. Oh, das macht die Farbe an sich einfach, ne? Schlecht ist er nicht, ne? Ist was ganz anderes hier wie Aubergine. Classic Red. 8 Stunden wäre schon mal was. Wir können auch hier den Beißtest.
ja, ein bisschen was geht runter. Ja, also ich denke mal, durch 8 Stunden Halt, ja, er lässt sich, ich denke, der braucht eine Weile, um anzutrocknen. Der Lip Liner kann ich nicht so wegputzen, aber er verliert an Intensität. Mhm. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Also bei manchen Lippenstiften oder auch Lip Linern ist es so, ich nehme jetzt hier diesen ölhaltigen, bevor ich mir einen abrubbel mit dem Tuch, dass man manchmal so ein austrocknendes Gefühl auf den Lippen hat, ne? Ja, ich nehme mal hier so einen kleinen Klecks und dann seht ihr, geht das Ganze doch auch schon fein von den Lippen. Ah, sitzt so ein bisschen in den Lippenfältchen, aber gut. Muss man ein bisschen hier. Okay. So, wir wollen die Lippen ja jetzt auch ungefähr mal in den Zustand bringen, wie sie vorher waren. Also, bisher alle drei auf ihre Art und Weise schön. Dann haben wir bei uns im DM Trend It Up. Da gab es, es gibt auch, bei manchen gab es halt nur eine Sorte an Lip Linern. Ich glaube, bei Trend It Up war es hier der günstigste. Ich bin mir aber nicht sicher. Der ist formuliert mit Hyaluronsäure, steht hier. Formuliert mit Hyaluronsäure. Und ihr seht schon, der heißt Clean and Precious Lip Liner. Der Lip Liner mit einer satten Farbabgabe für perfekt definierte Lippen. Die intensive und seidige Textur sorgt für langanhaltende Konturen ohne Auslaufen. Die Lippen mit der Spitze des Lip Liners umranden. Ja, das ist die Farbe 650. So. Das ist auch ein klassischer ohne Anspitzer, muss man also einen kaufen, wer keinen hat. Und dann wollen wir mal gucken. Oh, schön weich. Oh ja, das nenne ich mal ein schönes Rot. Aber so eins, das so ein bisschen ins Rotbraun geht, oder? Es ist heute übrigens sehr warm wieder. Ich muss den erst einmalen. Wir haben heute Dienstag, wo ich hier drehe und schon wieder übermalt. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, euch hochzuladen. Ansonsten kommt es Mittwoch. Die Farbe gefällt mir. Wow, das ist ein schönes Rot. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kommt die auf sowas, aus jeder Theke das gleiche Produkt zu kaufen, nur halt immer eine andere Marke. Und ja, aber ich finde das spannend. Und für mich sind Kajalstifte und auch diese Lip Liner durchaus Produkte, die ich gerne benutze oder die ich jetzt wieder mehr lieben lerne, gerade zu benutzen. Oh Gott, hier habe ich ein bisschen übertrieben. Der ist nicht so einfach aufzutragen. Der eben von Essence flutschte besser über die Lippen, aber ich finde jetzt schon, ich habe eine bessere Farbabgabe und auch für Zähne. Ja, hier seht ihr, man so die Lippen auseinander macht. Man muss sich schon Mühe geben beim Lip Liner, gerade bei solchen krassen Farben. Aber ihr seht, wie ich jetzt damit schon rumgehunzt habe. Er ist, es fühlt sich so an, als wäre der sofort, sitzt der auf der Haut. Und ich muss wirklich sagen, das reicht jetzt auch, um es euch zu zeigen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist, aber ihr seht, wenn ich so mache, hier, dann sind halt die Zwischenräume da. Da ist dann keine Farbe, das sieht komisch aus. Also man muss bei manchen Lip Linern, wie bei diesem hier schon, gut arbeiten, damit man auch zwischen die Linien, zwischen die Ritzen kommt hier. Und dann sieht das Ganze auch gut aus, finde ich. Ja, gefällt mir. Mit Hyaluronsäure sogar. Und dann so günstig. Also ich meine es zumindest. Manchmal steht ja dann direkt ein anderes Produkt daneben und da verguckt man sich schnell. Aber mir gefällt dieses Rot. Ich vergleiche das nochmal. Ich trage euch das hier von Essence auf nochmal.
ihr. Ja, Essens ist heller, viel heller wie das von Trended Up. Jo, aber ich glaube, das steht mir einen Ticken besser wie der von Essens, oder? Es fühlt sich gut an. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, kleine Farbabgabe. Hier wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Das war jetzt Nummer 4, 5, 6, 7, ja. Ja, also ich find ihn nicht schlecht. Muss ich wirklich sagen. Ich versuche das mal hier abzunehmen. Ja, der eine hier ist hartnäckig. Was meint ihr? Also mir gefällt der vom Rotton her am besten. Also besser wie von Essence. Und ich habe das Gefühl, okay, er geht, hier klebt er schon am Rand. Ja, lässt sich auch, glaube ich, ganz gut ja, und schnell abnehmen. Also ist kein wasserfester. Oder stand das da? Ah, ich glaube nicht, wa? Ach, das ist eine Schmiererei. Ja. Ja. Ich denke, hier werde ich schon das ein oder andere mal schneiden. Ihr müsst mir ja nicht immer beim Lippen sauber machen zugucken. Aber es ging jetzt doch relativ schnell. Ja, gefällt mir. Ja, dann machen wir mal weiter mit Lavera. Lavera ist ja auch Naturkosmetik neben Alverde. Und das ist ein Soft Lip Liner. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob es noch eine andere Sorte gab von Lavera. Aber ich glaube nicht. Soft Lip Liner. Hier steht drauf Plum. Die 04 Plum. Also ein Pflaumenton. Sonst steht hier nicht viel. Made in Germany. Schauen wir mal. Der hat keinen Anspitzer. Da haben wir die Pflaume. Oh ja. Fast zu vergleichen. Ich mache mal eben von Alverde den Aubergine-Ton daneben. Nee. Alverde ist doch ein Ticken heller. Der hier wirkt dunkler. Eine schöne dunkle Pflaume. Ich drücke kaum und ihr seht, es ist sofort Farbabgabe da. Doch, also ich finde, er gleitet relativ gut über die Lippen. Es ist schon eine kalte Farbe, ne? Also so würde ich sagen, keine warme. Ein richtig schöner Pflaumenton. Jo, 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 ihr Lieben. Heute ist Dienstag, heute ist keine Chorprobe. Wir haben gerade Sommerpause. Wir fangen im August wieder an direkt. Der erste Dienstag im August geht's weiter. Ich vermisse es schon irgendwo. Aber es ist auch mal schön, wenn man eine Pause hat. So, nicht schön, aber selten. Ich finde es angenehm. Mhm. Auch jetzt, wenn ich den so auf den Lippen habe, wirkt manche eben, waren so also nicht austrocknend, waren aber dumpfer. Hier habe ich noch so eine gewisse Geschmeidigkeit auf den Lippen. Und ich denke mal ganz stark, der ist nicht wasserfest. Der wird wahrscheinlich nach dem Essen auch. Aber ich finde, er betont die Lippenfältchen nicht so krass. Oder es liegt daran, je dunkler die Farbe, desto weniger fällt es vielleicht auch auf, ne? Aber mir, ich glaube, der gefällt mir. Ja, ich glaube, der könnte einer meiner Favoriten werden. Kann ich hier nochmal, obwohl brauche ich ja gar nicht. Ne, ich nehme nochmal so einen feuchten Lappen hier. Also, ich mag ihn sehr. Ich muss sagen, Lavera ist jetzt auch nicht so günstig, aber durchaus, finde ich, sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Und auch hier, glaube ich, macht es die Zähne, zumindest betont es die Zähne positiv bei mir, finde ich. Ja. Ich glaube, ich werde ein richtiger Lip-Liner-Liebhaber demnächst. Am liebsten würde ich den gar nicht runterschminken, gefällt mir. Ich glaube, von der Farbe her, im Moment mein Favorite. Von all denen, die ich eben getestet habe. Abtrocknen.
So, wir haben noch Halbzeit, ne? 5, 1, 2, ja, 5 kommen noch. Ich wollte jetzt erstmal euch die nehmen, wo ich schnell drankomme, die nicht eingepackt sind. Wie auch zum Beispiel Maybelline. Maybelline Color Sensational, die 338 Midnight Plum. Also eine Nachtpflaume. Eben hatten wir nur eine Pflaume und hier steht irgendwo Midnight. Also das ist die 338 von Maybelline. Und da haben wir auch keinen Anspitzer. Wir swatchen mal. Ja, oh ja. Wir können ja mal die andere Lavera-Pflaume daneben ballern. Ja, das ist jetzt Lavera-Pflaume. Ich glaube, die von Lavera, ja, die ist ein Ticken heller. Und die Midnight, ja, ist ja auch die Mitternachtspflaume. Die Mitternachtspflaumen sind generell dunkler. Oh ja. Geht sehr gut auf der Haut. Also ich drücke kaum. Ich habe nur Probleme mit der Umrandung. Das ist so. So, ich glaube, ich zum Vorführen reicht es. Also ich muss sagen, auch das fluppte ganz gut und gefällt mir. Doch, ist auch in meinen Augen wieder eine Farbe, die die Zähne bei mir positiv hervorhebt, nicht ganz so gelbstichig aussehen lässt. Gefällt mir auch. Also beide Fläumchen, oder? Habt ihr eine Lieblingspflaume? Die hellere von Lavera oder die dunklere von Maybelline? Ich glaube auch, dass das einer ist. Bei Maybelline gab es, glaube ich, noch andere Lip Liner, die höherpreisiger waren und wahrscheinlich dann auch wasserfest sind. Aber mir gefällt das, was ich sehe. Ich erkenne was auf der Tasse und auch auf dem Dingschen, aber doch, gefällt mir. Ich nehme es mal wieder runter. Gefällt mir, beide Pflaumchen. Töne. Nein, habe ich nicht gut runtergenommen. Ja, da kommt noch was runter. So, Handrücken auch wieder säubern. Ja, das macht Spaß, ihr Lieben. So, jetzt kommen noch 4. Die sind alle nee, der nicht. Wir haben hier noch Manhattan. Eben was Maybelline, jetzt haben wir Manhattan. Das sieht mir, wenn man so schaut, ach nee, jetzt muss ich den Akku wechseln. Okay, bis gleich. So, ihr Lieben. Ach, ich hasse das immer mittendrin, wenn der Akku leer geht. Aber gut, so ist das manchmal. so ist das. Genau, wir waren bei Manhattan, ne? Ja, ein Lasting Perfection, Long Lasting Lip Liner. Dieser hier. Schön schmal. Der sieht auch eher so aus, als würde er ins Braune gehen. Das ist die 45 Epic Burgundy. Die 45. Ja, langanhaltend. Wasserfest steht jetzt hier nicht. Aber das ist auch einer zum Rausdrehen. Wir haben keinen Dings. Dreht man einfach nur raus. Jetzt bin ich gespannt auf den Farbton. Oh ja, da habe ich, weiß ich nicht, ich wollte wohl auch mal was Braunes ausprobieren. Was Bräunliches. Ja, das wird wohl der nudigste. Wollen wir mal gucken, ob er mir steht. Gleitet gut über die Lippen. Hat eine schöne, präzise Spitze. Aber es dauert, bis man die Lippen ganz ausgemalt hat. Ja, das geht hiermit nicht so schnell. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir der gefällt. Also, es ist was ganz anderes wie Pflaume und Rot und so, ne? Da ist er auf dem Handrücken, hier auf den Lippen. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Sehr weich, samtig.
Mag ich irgendwie. Hätte ich im Leben jetzt gerade nicht, also wirklich dachte erst, oh Gott, so ein Braunton, aber es ist halt so was Dunkleres, nicht, also so ganz grelle Karamelltöne geht gar nicht. Aber der hier, da habe ich mir wohl was bei gedacht. Epic Burgundy. Was meint ihr? Mal ehrlich, Manhattan hier. Würdet ihr sowas tragen? Ich finde, es passt irgendwie auch zu mir. Hätte ich jetzt, es ist so ein bisschen Lips but better mit einem Braunstich. Gefällt mir. Hey, Manhattan. Ja, durch diese ganzen Geschichten lernt man dann doch Sachen kennen, die man, vielleicht hätte ich mir die gar nicht so gekauft. Ne? Ich knutsch mal eben mein Tuch. Bisschen Abrieb haben wir. Ja, aber er fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Einer, der jetzt, der mir am meisten, glaube ich, ja, der L'Oreal war auch gut von der Tragbarkeit. Aber die Farbe? Das sieht so aus, als hätte ich gar nichts auf den Lippen, ne? Aber es betont trotzdem schön die Lippen. Schön. Gefällt mir. Wollen wir mal gucken, ob der so wieder, steht ja Long Lasting drauf. Doch, kriegen wir runter. Kriegen wir mit dem Tuch runter. Aber schön. Ja, jetzt habe ich wieder rosigere Lippen. Aber das hätte ich im Leben nicht, ne. Hätte nicht gedacht, dass mir der so gut gefällt. Ich fand, der stand mir, oder? Seid mal ehrlich. Jetzt haben wir noch drei. Die wurden eingepackt. Und zwar jetzt mal erstmal hier Catrice Plumping Lip Liner Max Lip TM. Ich weiß, upsili, was das jetzt bedeutet hier. Max Lip hier. So wird der geschrieben. Und der ist hier und klebt worden. Das ist die Nummer 090, The Wild One. Ein langanhaltender Lippenkonturenstift mit Maxi Lip irgendwas von Sederma für ultravoluminöse Lippen, enthält erfrischendes Minzöl, wisch- und wasserfest mit Anspitzer. Jo, hier ist der Anspitzer. Minzöl? Jetzt bin ich gespannt. Wehe, du bist kaputt. Ja, hier hat einer den umwickelt. Also es waren nicht alle umwickelt, zwei, drei. Und da habe ich mir gedacht, dann nimm doch den, der umwickelt ist. Jetzt bin ich gespannt, ihr Lieben. Bitte sei heile. Ja, doch, er sieht, obwohl, weiß ich nicht. Guckt ihr euch mal die Spitze an. Ich hoffe, da war noch keiner dran. Den kann man halt so rausdrehen, aber mit Anspitzer. Jetzt bin ich gespannt. The Wild One. Oh ja, sehr, sehr cremig. Ja, so ein Rotbraun, würde ich sagen, ne? Okay, da geht ein bisschen was ab. Ja. Soll die Lippen voluminöser machen. Also hier, der ist phänomenal, gleitet der. Zack, guckt euch das an. Ah, schöne Farbe. Ich rieche jetzt keine Minze. Ich habe jetzt auch nicht die breitesten Lippen und ein Lip Liner, der die Lippen voluminöser aussehen lässt. Finde ich schon cool. Ah, ich habe gerade einen Ohrwurm, gerade so im Kopf. Habe ich auch eben gehört. Ich werde ja einkaufen. Und ich war, wie gesagt, heute Morgen bei meinen Eltern, habe Johannes dahin gefahren. Und mein Papa ist ja der Dirigent und der vom Frauenchor. Ja, doch, so ein. Oh, jetzt hört ihr einen dicken Flugzeug am Himmel. Ja, macht aber Krach, hört ihr das? Oh, die Farbe ist schön. Aber er hat so ein bisschen mattes Finish, oder? Aber wie kann ein Lip, obwohl. Wie kann so ein Ding Plumping? Plumping Maxi irgendwas. Irgendwas Tolles ist hier drin. Ich lasse das mal so. Aber die Lippen, die sind schon, finde ich jetzt, ne, schaut mal, sehr, sehr matt wirken die. Aber der Farbton, ich bin so begeistert gerade. Wow. Knutsch mal. Kaum Farbe ab. Okay. Aber es ist sehr matt, muss man mögen. Also es ist jetzt so der matteste Lip Liner, finde ich, den ich bisher auf den Lippen aufgetragen habe.
Aber der Farbton gefällt mir. Ist auch Lips Bud Better mit einer Beerennote. Ich habe das Gefühl, der könnte länger halten auf den Lippen. Was stand hier? Ja, wisch- und wasserfest. Also, ja, wenn man jetzt hier so drüber wischt, schaut mal. Toll. Also, da gucke ich mir mal noch eine Farbe von an. Plumping Lip Liner. Aber stimmt, von den Lip Linern hier, das kann ich mich gerade noch dran erinnern eben, da gab es nicht mehr viele. Und also es waren wirklich nicht alle abgeklebt. Und ich denke mal, hätten sie besser mit allen machen sollen, weil die ich erst in den Händen hielt, die waren auch direkt abgebrochen und so. Aber der hier ist was anderes, ne? Seht ihr das, dass der matter ist wie die anderen? Irgendwie cool. Ich versuche das mal mit dem normalen Lappen hier. Ja, geht ab. So. Ja, das sind halt aber auch Tücher von Balea. Ohne Alkohol, schnelle Anwendung ohne Wasser. Entfernt auch wasserfestes Make-up. Okay. Aha. Also das war jetzt was anderes, ne? Also, wir haben jetzt so einen Lip Liner. Der hat mich doch überrascht. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt haben wir noch zwei. Einmal Max Factor X, der Color Elixir Lip Liner. So geschrieben. Ja. Das, der ist eingeschweißt. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich den genauso schön abkriege wie den. Das merke ich schon, das könnte eine längere Prozedur werden. Ja, ich habe da auch was vergessen, ne? Ich wollte mir doch auch ein Messerchen hier hingelegt. Was ist das für eine Farbe? Da, die 045, also die 45 Roseberry. Also ein Rosenholzton, der in die bärige Geschichte geht. Ja. Ich knibbel mir jetzt eh schon mal. Ich habe echt überlegt, ob ich mal an einem Finger, weil meine Nägel ja im Moment so kaputt sind, einfach mal, ich habe ja so von Neonail, habe ich mir letztes Jahr schon im Winter so ein Set gekauft und mehreres Zubehör. Direkt natürlich, ne? Man weiß zwar noch nicht, ob man es benutzt, aber ich war neugierig und ich kriege das Ding hier nicht auf. Vielleicht mache ich mir einen Finger mal morgen oder so, dass ich das mal ausprobiere, das System. Und wenn es bei mir gut an einem Finger hält, auf meinen brüchigen Nägeln, dann kann ich ja auch mal mit euch zusammen, obwohl das ist schwierig. Es gibt zig Anwendungsvideos schon, aber ich könnte euch meine Meinung ja präsentieren. Was haltet ihr davon? Kann ich das nicht einfach... Ja, warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Ich lasse jetzt die Folie drum, ich habe das brutal abgedreht. So, genau. Warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Jetzt wollen wir gucken... Hier steht jetzt nicht drauf, oh, der, das ist hier. Da habe ich mir den hingemalt, hier. Sehr, sehr schöner, ja, ein Bärenton. Definitiv hat der einen pinken Unterton, aber schön dunkel. Und der gleitet sehr gut über die Haut sofort, von Anfang an. Ja, doch. Ach so, das Lied, was ich im Ohr habe, ist das Lied, nennt sich Dreams von den Cranberries. Das ist so ein Ohrwurmlied, ne? Da, 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 da. Ach, ich darf, man muss hier aufpassen. Man kann hier nicht einfach ein Lied summen. Aber kennt, wenn ihr es nicht kennt, gebt das mal ein. Ich glaube, die Sängerin, ich habe mich mit der Band Cranberries noch nie so beschäftigt. Die wird es wohl so auch nicht mehr geben, weil mein Papa meinte, die Sängerin, die ihr da hört, die, wie ich finde, einen super schönen Klang in ihrer, ein sehr hohes Klangvolumen hat, einen großen Wiedererkennungswert in ihrer Stimme, die ist wohl schon tot. Sehr früh gestorben und ich weiß nicht, was die jetzt an was, keine Ahnung, aber... Wer es weiß, wer hört gerne das Lied von den Cranberries, Dreams. Das hat mein Papa etwas umgeschrieben auf den Chor. Und wir singen nicht alles auf Englisch wie in Original, sondern wir singen halb Englisch, halb Deutsch. Da freue ich mich schon drauf. Eins der neuen Lieder, die wir anfangen. Na. Nicht schön, aber selten. Aber die Farbe,
Da würde ich sagen, das erinnert mich so ein bisschen, was hatte ich eben? War das das war hier Alverde, so einen leichten pinken Unterton, ne? Wie war der denn noch? Ja, so, naja, der ist so ein bisschen dunkler. Also der hat so einen Pinkstich auch, ne? Max-Faktor. Fühlt sich aber angenehm auf den Lippen an. Hat auch nicht so ein ganz mattes Finish wie der von Catrice hier, der Plumping. Den ich aber auch sehr mochte, der aber eher matt wirkt. Die wirken Lip Liner sind ja generell jetzt nicht furchtbar nass glänzend, aber ich finde, man sieht schon einen Unterschied, ne, zu dem von Catrice eben. Das ist jetzt eine Farbe, die würde ich nicht so häufig tragen, aber durchaus finde ich tragbar. Ach, diese Folie. Knibbel, knibbel. Warum kriegt man die jetzt nicht am Stück ab? Ich hasse sowas. Ja, ich knibbel gleich. Aber wie findet ihr? Max Factor Rosy Berry Elixir Lip Liner. Einmal Lappen beißen. Ja, da geht was runter. Der wird auch nicht long lasting sein. Aber man kann sich ja durchaus auch, wenn man jetzt mal länger unterwegs ist, sich Lip Liner gut mit in die Handtasche stecken. Die sind ja in der Regel, nehmen die keinen Platz groß weg. Muss halt nur von der Länge in die Tasche passen, ne? So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch einen. Judith Williams. Ich hatte mal ein, zwei Produkte, um die zu testen. Damals, als das gerade anfing mit Judith Williams, als sie in die Drogerien kam. Da habe ich ein, zwei Produkte gehabt und war, glaube ich, nicht so angetan. Ach, ist gar nichts mehr drin. Ich habe aber Durst. Es ist so warm. Viel trinken. Und hier steht keine Farbe. Also man sieht die Farbe hier an dem, ungefähr müsste es so ein Rosenholz-Bärenton sein. Ich finde keine Bezeichnung. Stay Lip Liner. Präzision, Haltbarkeit, Feuchtigkeit. Mit Shea Butter. Ja, wenn der gut ist, lasse ich den jetzt auch drauf, weil mittlerweile spüre ich schon durch das viele Anmalen und wieder runternehmen ein bisschen gereizte Lippen. 0,38 Gramm. Ziehen Sie die Lippenkonturen, ja, alles klar. Dieser Lip Liner sorgt für präzise Konturen und perfekten Halt. Ohne zu verwischen oder auszulaufen. Mit Shea Butter, ja. Ich finde, wie gesagt, keine... So, ich mache das jetzt hier auch so. Ein bisschen brutalo. El brutalo. Oh, oh. Nur nicht kaputt machen, Nadine. Oh, jetzt kriege ich die... Da ist auch einer zum Rausdrehen. Sind wir noch auf Sendung? Mhm. Habt ihr von Judith Williams Produkte? Jetzt klebt es am Finger. So, zum Rausdrehen und wir haben, weiß ich nicht, jetzt komme ich, ich glaube, ist kein Anspitzer drin. So, vom Gucken her, oh ja, der ist auch sehr, sehr cremig. Ist wahrscheinlich die Shea Butter. Das könnte auch ein schöner Lips But Better, ja. Oh ja, guck mal. Ja, ja, ein bisschen sieht man ihn. Oh ne, der ist sehr hell. Sehr, sehr weich, sehr flutschig. Und ich glaube, das ist aber so der Lippen. Ihr seht schon, wie ich meine Schnute verziehe. Ja, das ist hier, ne? Wenn ich das jetzt daneben halte, finde ich, ist das viel, viel heller und pinkiger wie dieses hier. Dann sollen sie doch draufschreiben, ach, jetzt habe ich, das Hülleken ist abgerutscht. Naja, es geht vielleicht noch so gerade. Oder man mischt Lip Liner. Dass ich jetzt erst hier den mit Shea Butter. Ihr hört das nicht. Ich habe das Fenster auf Kippe. Unsere Nachbarin ruft ihren Kater. Der heißt Henry. Ich hörte gerade nur Henry. Henry geht gerne mal auf Achse. Ist eine sehr, sehr schöne Katze. Da ich mich aber nicht auskenne mit Katzen, das ist wie so ein Fuchs, ziemlich groß und wuchtig, hat sehr langes Fell, ist so wirklich so orange-rot. Ein Nachbar hat mir mal gesagt, das ist eine ganz spezielle Katzenart. Und wenn ich die Katze so sehe, dann würde ich sagen, ich würde die gar nicht rauslassen. Wenn die platt gefahren wird,
Schade um die, also schade um jedes Tier, um Gottes Willen. Aber ich will damit sagen, es gibt Katzen, yo, das sind so Wildkatzen, die gehören, weißt du, das passt so mehr ins Bild. Aber wenn ich dann so eine Katze sehe jetzt, die hier gerade Henry, ne, dann denke ich mir, das ist so eine Modelkatze. Wisst ihr, wie ich meine? Aber gut, alle, in jeder Katze ist, steckt wahrscheinlich die Wildkatze, ne, das ist so. Ja, das wäre jetzt das letzte Produkt, der letzte Lip Liner von Judith Williams. Und wenn ich, schaut mal. Das kommt dem nicht nahe. Also es ist sehr, sehr, es ist mir zu pinkstichig. Muss ich wirklich gestehen, so vom Gefühl her, fühlt sich gut an. Man spürt auch die pflegenden Eigenschaften dieses Lip Liners. Wie gesagt, ich denke, ich habe den Bon noch und habe euch die Preise eingeblendet. Aber ich finde, auf meinen Lippen wirkt der sehr pinky. Finde ich zu pinkstichig. Ich bin ja heute eh ungeschminkt, ne? Also wenn ich es nicht unbedingt sein muss. Man muss überhaupt nicht geschminkt sein, aber ich muss jetzt nicht auf eine Hochzeit oder so oder auf einen Geburtstag heute. Und bei dem warmen Wetter, es geht, wir haben glaube ich jetzt ja 27 Grad schon und so eine drückend schwülwarme Luft. Da bin ich froh, wenn ich mich jetzt nicht unbedingt meine schminken zu müssen. Judith Williams, ja, was soll ich sagen? Also ich finde, die Farbe passt nicht zu mir. Das ist zu hell pink. Dieses Alverde Aubergine hier, also die alle anderen, da, die waren okay, fand ich. Also da bin ich echt froh, dass ich jetzt hier eine Handvoll Lip Liner habe. Die würde ich auch weiter tragen. Ne? Ich zeige, wenn ihr Bock habt, zeige ich euch gerne auch bei den Kajalstiften, zeige ich euch gerne mal die Sammlung. Ich kann die jetzt schnell mal mit euch durchgehen noch, wenn ihr Lust habt. Ne? Also schreibt mir eure Meinung. Ich finde, ich könnte jetzt, wartet mal, welchen könnte ich denn jetzt drüber geben? Obwohl ich weiß nicht, ob das funktioniert. Soll ich mal den Maybelline, hier diesen hier. Das ist so ein, oh nee. Ah, oder doch, wartet mal. Ein Experiment. Ja, der ist mir zu hell von Judith Williams, ne? Also, der ist mir zu pinky. Und das passt nicht zu mir, finde ich. Ja, der hier geht besser. Das ist eine dunkle Beere, also finde ich. Das hier, die Seite, da tue ich mich immer schwer mit. So, soll reichen, aber das hier gefällt mir jetzt tausendmal besser. Man sieht zwar noch den Pinkstich ein bisschen durch, aber ich mag es eher dunkler. Ne? Das lasse ich jetzt auch. So, so bleibt das jetzt auf den Lippen. Also ihr Lieben, tragt ihr Lip Liner. Ich glaube, ich fange jetzt mal wieder an, öfters Lip Liner zu tragen. Wahrscheinlich öfters wie ein Lippenstift. Manchmal spürst du gar nicht, dass du was drauf hast. Beim Lip Liner ist das so ein Hauch, finde ich. Aber man sieht es halt, ne? Und beim Lippenstift ist bei mir oft so der Fall, dass ich dann meine, öfters mal nachtragen zu müssen. Oder ich erst gar keinen Lippenstift trage, weil ich denke, der ist sowieso gleich wieder verwischt, ne? Ja, und bei den Kajalstiften, da können wir mal kurz durchgehen. Wie gesagt, ich fange mal an mit Alterra. Kajal, das war jetzt die Nummer, wo ich anfing bei Rossmann. Jetzt kaufst du aus jeder Theke einen Kajalstift, ne? So, da haben wir die 10 Taupe. Und den hatte ich mir letztens mal, was habe ich denn da gemacht? Mein Badezimmerschrank, irgendwas habe ich gemacht. Das ist so ein schönes Taupe-Grau, ne? Den habe ich mir hier unten hingemalt, weil auf der Wasserlinie hält der nicht, ja? Also es gibt Kajalstifte, die sind gut für die Wasserlinie, kommt auch gleich noch was, aber der ist auch mit Shea Butter und Bio-Jojoba-Öl, ja. Also den kann man sich hier unten schön auftragen. Ich mache mal nur so ein bisschen, dann seht ihr, ne, so ein Hauch von Farbe, ja. Dann haben wir bei uns im DM, Rossmann, ich gehe jetzt nicht der Theke, habe ich hier Manhattan aus der Clean-Reihe. Dieser hier, ein schönes Lila. Der ist aber auch nicht, das ist die Nummer 003 Grape.
genau. Ich swatch euch die meisten jetzt nur auf der Hand. Der war auf der Wasserlinie, glaube ich, auch nichts. Aber ich glaube, den habe ich mir, kann ich mir mal hier oben auftragen? Jetzt habe ich auch, ich hatte mir eben noch meine Augen eingecremt. Ja, ist ein schöner, heller Lavendelton, seht ihr? Wenn man öfters drüber geht, hier. Ein schöner Lavendelton. Auf der Haut eher zu tragen, auf Wasserlinie ist auch nichts. Dann habe ich hier, ich glaube, das war der teuerste. Wenn ich den Kassenbon noch finde, blende ich es euch ein. M.Asa Magic Finish. Das ist, der gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Der hat hier so zum Verblenden so ein Puschel, so ein Gummischwämmchen. Das ist die Farbe, stand glaube ich auf der Verpackung hier. Mystic Green, der ist zum Rausdrehen. Das ist dieser hier. Ja, sehr, sehr schönes, gedecktes Grün, dunkles Grün, glänzt sehr, sehr schön. Ich muss die auch noch in Ruhe durchgehen, den einen oder anderen auch mal testen auf der Wasserlinie. Das habe ich jetzt nicht so im Kopf mehr. Long Lasting, das ist Essence, ein Long Lasting Eye Pencil, 18 Stunden soll der halten. Purplicious, die Nummer 37 ist das, 37. Der ist zum Rausdrehen. Und da habt ihr auch sofort eine schöne, satte Farbabgabe. Und den können wir ja mal Long Lasting. Ich versuche es mal auf der Wasserlinie ganz kurz. Ah. Ja, ist nicht. Ja, man sieht ihn, aber ich glaube, ich gebe mir den mal hier. Ja, hier oben ist er sofort. Guck mal, da. Jetzt male ich mal über das Lavendel drüber. Oh ja. Also ich gefühlt würde ich sagen, der hält 18 Stunden dann eher hier auf der Wasserlinie nicht, aber auf dem Wimpernkranz. Schön. Ne? Oft braucht man gar keinen Lidschatten. Man nimmt einfach einen Kajalstift und hat ein schönes Augen-Make-up. Toll, gefällt mir. Max Factor, da kennt ihr ja meinen geliebten Natural Glaze, die 090, wer mich schon länger kennt. Und ich habe mir mitgenommen die 050, ein Grauton als Kajal. Also der, ich swatche euch erstmal hier, da haben wir ein schönes dunkles Grau und der war auch auf der Wasserlinie nicht verkehrt. Da hat er bei mir auch gut gehalten. Also die von Max Factor, die hier, die sind echt nicht schlecht. Die sind echt gut für die auf die Wasserlinie. So, ne? Kann man natürlich genauso gut auf der Haut tragen. Ja, hier steht jetzt nichts weiter. Kohlpencil. Dann hatte ich auch L'Oreal und zwar aus der Paradise. Natural by Paradise. Genau, aus dieser Reihe. Ja, ich muss gucken. Wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht. Das ist ein normales Schwarz. Aber auch sehr, sehr bam. Der ist sofort da. Und ihr seht hier oben, seht ihr das? Da, der gibt sofort Farbe ab. Ich male jetzt nicht komplett hier alles, aber... Oh ja. Ich kann nicht oben die Wasserlinie anmalen. Wie oft habe ich das hier schon geübt? Obwohl, wartet mal. Ja, vielleicht so. Male ich da überhaupt gerade über die Wasserlinie? Ey! Man die Augen schließt. Früher habe ich immer so im offenen Zustand, ich glaube, ja, das ist nicht präzise, aber so ein bisschen. Nee, naja, wo habe ich mir den jetzt hingeschmiert? Egal, aber der malt auch gut und der hält nicht schlecht. Also der von L'Oreal aus der Natural by Paradise. Dann haben wir hier noch einen Knallerton von Rival de Loop, den Intense Eyeliner 08 zum Rausfahren. Oh. Hallo. Ja. Oh, Nadine. Jetzt habe ich ihn abgebrochen. Da ist er. Oh. Hier, jetzt habe ich... Ich war gerade ein bisschen grobmotorisch unterwegs beim... Mann. Kann man den denn jetzt... Jetzt testen wir das mal. Schaut mal. Jetzt habe ich hier so eine abgebrochene Miene. Hier ist der Farbton. Ein schönes, intensives... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich den anspitzen kann wieder hiermit. Nicht so rausfahren. Nicht so weit rausfahren. Ich habe das noch nie wirklich probiert. Äh.
Nö, lassen wir mal besser. Also hier hängt jetzt was am Anspitzer, aber nee. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, ich könnte den ja mal hier nochmal auf die Wasserlinie auftragen. Oh ja, da ist er. Das geht trotzdem auch mit abgebrochener Mine, weil da steht ja intens drauf. Ja, das geht, glaube ich. Man muss aufpassen, ne? Da nicht so wie ich jetzt gerade. Zum Konturieren der Augen. Gleichmäßiger, ja, jetzt steht hier nicht wasserfest drauf, aber, oh, den Anspitzer. Ja, wie gesagt, hier gehe ich jetzt ein bisschen schneller durch. Ich habe das in irgendeinem Livestream auch angesprochen mit den Stiften. Aber wenn ihr wollt, teste ich natürlich gerne noch präziser oder zeige euch irgendwann mal meine Sammlung, meine Kajalstifte-Sammlung. Hier habe ich noch ein schönes Grün. Ja, Grün Petrol. Ist die 08 Petrol von River Loves Me, ein Long-Lasting Eyeliner. Der ist auch zum Rausfahren. Da muss ich jetzt mal ein bisschen besser aufpassen. Ja, da ist er. Ein schönes, mache ich mir mal hier vorne hin. Oh ja. Genau, in dem Live habe ich, da kommt nämlich gleich noch ein Weißton und da hatte ich mir doch hier so ein Schwänzchen gezogen. Ich kann das ja nicht gut, ne? Aber ich glaube, die Farbe ist nicht schlecht. Also zum Lidstrich ziehen jetzt, ne? Und dann hatte ich mir noch mitgenommen, das ist der längste Prängel von Revolution, Make-up Revolution Brown, einfach ein Braunton. Ein schönes, sattes Braun, gefällt mir sehr, sehr gut. Wo mache ich mir den jetzt mal hin? Ich glaube, ich habe mir in dem Video genau, ich hatte mir dann die Augenbraue angemalt, hier mit dem Lavendelton. Da habe ich mir eine Augenbraue, irgendwie sah das auch cool aus. Und da hat auch jemand geschrieben, Nadine, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber seht ihr, der ist sehr cremig. Also ich glaube, dieses auf jeden Fall nicht wischfest. Naja, muss man ausprobieren, vielleicht auf der Wasserlinie. Ist auf jeden Fall ein Mordsinstrument. Dann habe ich hier den weißen von Maybelline. Das ist der Tattoo Liner. Ja, den gibt es in schwarz, habe ich den, glaube ich, auch. Ja, und damit habe ich mir dann mal eben so ein Schwänzchen. Ich setze den mal hier an den unteren Wimpernkranz. Aber ich glaube, der macht sich, ich weiß es gar nicht. Okay, das sieht jetzt lustig aus. Ich schminke es gleich ab. Aber ihr seht, wie krass das Weiß ist. Je nachdem, was man schminkt, könnte ich mir den auch, oh, der malt sogar. Ah ja, der malt echt gut. Hier, über den Grauen hier, guck mal. Ah, da kann man mit rumspielen. Ja, da kann man schön mit rumspielen. Tattoo Liner. Ja, und den letzten, da haben wir einen Schwarz von Catrice, den Inside Eye. Genau, das ist dieses Schwarz Inside Eye. Der ist natürlich super hierfür auf der Wasserlinie. Vielleicht auch obenrum. Ich kriege das jetzt nicht hin. Aber hier, ich mal jetzt einfach mal hier auf den Nasenstrich und dann seht ihr, wie schön dunkel der ist. Ne? Das ist schon richtig tiefschwarz. Und hier steht auch drauf, für das innere Augenlid. Ja. Mit Spitzer. Ja, ihr Lieben, das war nämlich, damit fing die Serie an. Wer weiß, vielleicht führe ich die demnächst auch fort. Ich habe ja hier einen Augen-Make-up-Entferner. Den mag ich sehr von Nivea, den Double-Effekt. Kann ich euch empfehlen. Weil so, den Lip-Liner ist okay, ne? Aber hier meine Augen, nur um euch das zu demonstrieren. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Doch. Ist eine Geschichte, die ich bestimmt weiterführen werde. Ich meine, jetzt waren das Produkte, wenn ich natürlich jetzt irgendwann sage, ich hole mir demnächst mal aus jeder Theke ein Make-up oder eine Mascara, würde noch gehen, aber sagen wir mal, ich hole mir aus jeder Theke ein Blush, dann wird es teurer. Aber gut, wer weiß, auf was ich noch so komme. So, die haben sich gut abnehmen lassen, glaube ich. Ne, hier habe ich noch ein bisschen Sauerei. Das ist der hält gut hier. Ja, ihr Lieben, ich bin ja immer wieder für sowas zu haben. Also, ich mache halt gerne Sachen, die macht sonst keiner so wahrscheinlich. Geht mal eben in DM oder Rossmann und holt sich. Ich habe dafür heute meine Payback-Punkte geopfert, sage ich jetzt mal. Was heißt, ich opfer das ja gerne. So. Ich hatte ziemlich viele Payback-Punkte. Ich glaube, ich habe noch nicht mal alle verwendet.
und konnte da den ganzen Einkauf machen. Ich zeige euch jetzt noch ganz am Ende, was ich mir noch geshoppt habe. Ganz kurz, nichts, ja. Moment, dann habe ich noch mitgenommen. Gab es einen Aufsteller, ich habe mir nur zwei mitgenommen. Von Chebens gibt es so eine neue, ganz große Aufsteller und ich glaube, es waren 5 Sorten. 5 oder 6. Ich habe mir jetzt mitgenommen von den Augengel-Pads einmal die Tropical mit Kokosnuss. Das sind diese extra langen Teile, Augenpads, extra long, und das ist wohl was mit Kokosnuss. Die sind weiß und sollen die Haut glätten und pflegen. Ihr wisst, ich mache ja gerne mal so Augenpads. Und dann habe ich die Juicy Lemon mitgenommen. Da gab es noch die Juicy Lemon, da steht halt vitalisierender Effekt. Reduziert Augenringe und Schwellungen. Es gab noch, ich glaube, ganz oben war Wassermelone. Dann kam Papaya, dann Juicy, dann kam noch immer. Es waren 5 Stück, meine ich. Als letztes war, da war noch irgendwas. Ja, ich meine, es waren 5 Sorten. Aber ich habe mir jetzt die 2 mitgenommen, weil ich, Moment, Hundeleberwurst ist nicht so interessant. Wo sind die denn jetzt? Wo habe ich die jetzt hingepackt? Da. Also ich habe mir noch eine Dusche mitgenommen, weil ich auch die Aufmachung einfach zuckersüß fand hier. Die gibt es auch im Moment mit den Marienkäfern, mit den Blumen. Das ist die Glücksmomente-Dusche. Oh, die riecht richtig süßlich, floral. Oh, sehr, sehr angenehm. Zarter, blumiger Duft, keine Mikroplastik. Ja, sehr, sehr süß. Und ja, ich habe mir das, es gab einen extra Aufsteller von Evelyn. Das sind die Augen, also da gab es viel für die Augen. Ein Augenwimpernkamm, dann Make-up-Pinsel, also Maskenpinsel. Und ich fand das spannend. Augenpads, Butterfly Kisses. Genau, das sind Augenpads, die kannst du wiederverwenden. Die sind jetzt hier drin in der Dose. Und ich kann die ja mal aufmachen. Und die kann man halt auch in den Kühlschrank wohl packen. Die sehen, sind hier drauf, gebappt. Silikon ist das, glaube ich. Da sind Schmetterlinge drauf und die kannst du halt, ich denke mal, die kommen so drunter. Und die kann man hier selber, hier seht ihr das Schmetterlingsmotiv. Und hier drauf packt man dann vorher, man sollte die auch vor dem ersten Gebrauch reinigen. Ja, und dann kannst du die... Die wiederverwendbaren, ich lese mal vor, Augenpads von Evelyn können in Kombination mit dem Lieblingsserum angewendet werden. Die Verwendung der Augenpads kann die Aufnahme des Serums fördern und dadurch zu einem frischen Hautbild der zarten Augenpartie beitragen. Gesicht reinigen, trocknen, gewünschte individuelle Pflege auftragen, kurz einziehen lassen und die Pads unterhalb der Augen auflegen. Nach der Anwendung lassen sich die Augenpads einfach abziehen. Empfohlene Tragedauer 15 bis 20 Minuten. Pflegeanleitung vor dem ersten und nach jedem Gebrauch die Pads mit lauwarmem Wasser reinigen und anschließend vollständig trocknen lassen. Danach in der Metalldose aufbewahren. Für einen kühleren Effekt können sie dann halt auch im Kühlschrank gelagert werden. Ne? Ja. Fand ich eine spannende Sache, weil, ja klar, man kauft sich, so wie ihr seht, Augenpads und eigentlich kann man, wenn man sein Lieblingscreme oder Serum hat, ja, packt man die sich demnächst auf diese wiederverwendbaren Augen. Ich weiß nicht, wie langlebig die sind, aber wahrscheinlich spart es doch ein bisschen Müll. Und wenn man eh schon ein gutes Serum hat, und ich habe viele Serien, die werde ich jetzt dann auch mal durchprobieren. Ich bin gespannt. Habt ihr das auch gesehen, den Aufsteller? Ja, der war mir jetzt auch neu, also ja. Fand ich eine spannende Sache, ihr Lieben. Das war's jetzt. So, das waren jetzt meine neuen 10 Lip Liner. Ich muss sagen, was ich jetzt hier auf den Lippen trage, sind ja jetzt 2 quasi, ne? Judith Williams und was war das eben hier? Maybelline. Gefällt mir. Also es ist angenehm auf den Lippen. Ich habe jetzt auch irgendwie durch das viele Runterputzen im Moment kein unangenehmes Lippengefühl. Also ich glaube wirklich, dass... Schade, also die Shea Butter, also der Judith Williams Lip Liner sehr pflegend ist, steht ja auch drauf mit Shea Butter, aber das ist halt, ihr habt es gesehen, also im, ich würde den nicht gerne so tragen wollen, weil er mir doch zu hell pink ist. Aber die anderen, die haben mir gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr davon einen Lip Liner, tragt ihr überhaupt Lip Liner oder tragt ihr vielleicht sogar auch nur Lip Liner?
Wie seid ihr aufgestellt zum Thema Lip Liner? Schreibt mir euer Lieblings-Lip Liner in die Kommentare. Wahrscheinlich war er jetzt hier noch nicht dabei. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch hier von Max Factor den oder Judith Williams oder L'Oreal. Ich weiß es nicht, ne? Aber mich interessiert das schon sehr. Also wenn ihr wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, ihr Lieben, hoffe ich, dass ihr auch in diesem Video wieder, also mit diesem Video wieder eine gute Ablenkung hattet, ein bisschen gute Unterhaltung. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Zeit finde für ein Video. Ich liebe das einfach, diese Art und Weise. Ich liebe auch die Livestreams mit euch. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön. Auch da, dass ihr da so fleißig immer mitschreibt und den Livestream einfach so schön mitgestaltet. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön. Und dass ihr einfach da seid. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt würde ich sagen, falls ihr es nicht schon getan habt, hinterlasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ein Kommentar, irgendwas. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich auch über ein Abo, weil ich habe gesehen, man kann das in den Analytics gern gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent. Aber ein paar von euch gucken mich wohl regelmäßig, aber abonnieren mich wohl nicht. Aber keine Angst, wenn ihr mich abonniert, kostet euch das gar nichts. Vielleicht ein Zehntelsekunde Zeit eures Lebens. Die Glocke aktivieren, wenn ihr wollt, dann verpasst ihr nichts mehr von mir und seid immer auf dem Laufenden. Und das könnte ja nicht schaden, oder? Ja. Vielen Dank für eure Treue und jetzt entlasse ich euch. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.